So, genug jetzt. Das ist genug. Das ist die vollkommene Erscheinung von dem, was nie in Erscheinung treten kann. So, für mich ist das nicht genug. Ich will immer mehr. Ich kann mir immer noch eine bessere Version vorstellen. Ich kann immer noch besser wissen, wie es zu sein hat. Ich kann immer noch leiden. Ich kann immer noch besser leiden als du. Als wer? Als mein Spiegelbild. Ich kann immer noch besser drauf sein als mein Spiegelbild. Ich kann immer noch besser sein. Aber jetzt mal, Schluss. Besser sein, schlechter sein, größer sein, kleiner sein. Das sind doch Kinderspielchen. Und die Weltregierungen wollen die nicht auch immer besser sein als die anderen? Weiter, größer, schneller. Olympiade, die Olympiade. Wer hat mehr Goldmedaillen? Wer ist der Weltmeister? Wer war der Weltmeister? Im besser sein? Nein, doch, wir sind alle eins, weil es uns hier gar nicht gibt. Das Wir ist eine Eins, die aus keinem besteht, der jemals da war. Also kann das aufhören, was nicht stattgefunden hat. Und das, was nicht stattfindet, braucht nicht zu beginnen. So kann das, was ist, immer das sein, wie es ist. Ob mit Akzeptanz, ohne Akzeptanz, aktive Akzeptanz, wo es noch einen gibt, der versucht zu akzeptieren und darunter leidet, dass er doch nicht alles akzeptieren kann, weil irgendwann ist seine Toleranzgrenze erreicht und dann dreht er durch und schlägt um sich. Oder was? Naja, schauen wir mal hin. Schauen wir mal genau hin. Aus was besteht denn der Mensch? Aus lauter Ideen zusammengepackt, ergibt es eine ganz besondere Person, die sich dann ganz besonders einzigartig und vielleicht mehr oder weniger getrennt von dem sieht, was es erlebt. Also es gibt immer Momente, da bin ich dann nicht mein Umfeld. Also wenn ich jetzt irgendwie vielleicht jemand sehe, den ich unsympathisch finde, dann will ich dann natürlich nicht sein. Also darum bin ich nicht mal so erleuchtet, wie ich es eh noch nie war. Also wie ich es nur in der Vorstellung war, dass es einen Erleuchteten geben würde, der vielleicht mal hier eins wäre mit seiner Umwelt. Aber dann ist er auch nur hier im Kopf eins mit seiner Umwelt. Aber jetzt wollen wir mal Tacheles reden. Also, wer bin ich? Ich bin doch natürlich der, der geboren wurde, der hier die Geschichte erzählt. Ich bin der Geschichtenerzähler hier. Ich, der irgendwann mal nicht mehr sein werde, so wie ich jetzt aussehe. Naja, ich bin halt einfach die Reflexion des göttlichen Lichts, des Gewahrseins, in das ich mich selbst verliebt habe. Weil ich ja schon vor dem Licht des Gewahrseins das bin, was ich bin. Und das Gewahrseinslicht hier seinen Tanz aufführt. Und das, was ich bin, nie unterbrechen kann, nie verändern kann und auch nicht beleuchten kann durch das Licht des Gewahrseins. Weil Gewahrsein ist schon die erste Trennung. Da wirst du dir dann gewahr, dass du bist und dann gibt es auch was anderes wieder mit dir. Und dann entsteht die Angst in der Zweiheit, dass das Zweite dich vielleicht kontrollieren könnte oder mit dir was machen könnte, was du nicht willst. Dir vielleicht sogar dein Leben nehmen könnte. Ja, und genau vor dieser Idee, dass es da zwei gibt, ein Mich und ein Dich, ein Mich und die Welt, ein Mich und irgendetwas anderes, vor dieser Idee ist schon das, was das Ich ist. Ja, das hilft ja mir überhaupt nichts, gell? Solange ich nur glaube, ich bin mir, habe ich halt das Erlebnis, dass ich mich gedehnt fühle vielleicht und dass ich sehr tiefe Sehnsüchte habe nach einer Erfüllung,
dass das irgendwann mal ganz voll wird, dass ich dann für immer glücklich bin und dass der Leidende endlich abgeschafft ist. Da werde ich mich mal drauf vorbereiten, da werde ich mich mal schon in einer Vorfreude baden, dass das dann mal passiert, aber hoffentlich gibt es nicht den göttlichen Unfall, dass der Wahrnehmende wegfällt und nur als Wahrnehmung wahrgenommen wird und es auf einmal gar keinen Besitzer mehr gibt von Erlebnissen, keinen mehr, der beansprucht, ein Leben zu haben, der irgendetwas verändern muss oder irgendwie überhaupt in einer Existenz sich befindet und keine Angst mehr hatte, nicht mehr zu existieren. Ja, wie werden wir denn damit umgehen, wenn es uns als differenzierte Mehrpersönlichkeit gar nicht mehr gibt? Dann passiert wahrscheinlich das Leben einfach nur so wie schon immer. Man braucht sich auch nichts mehr irgendwie zu etwas Angenehmen hinwenden, dann kann das Angenehme und das Unangenehme einfach unvoreingenommen im Fluss der Zeit erlebt werden. Vielleicht gibt es dann auch gar kein Konzept mehr von Zeit und Raum und Reise und was auch immer es sein mag. Ganz gewöhnlich. Tsk, tsk.